einer Schließung der Grundschule gewinnt die Ohlenstädter Kita im nächsten Jahr neue Räume in der alten Backsteinimmobilie dazu. 200.000 Euro soll die geplante Sanierung kosten. Das ist eindeutig der Rhythmus, wo man mit muss. Der Samba Moonlight Move hat die Menschen in Osterholz-Scharmbeck bewegt. Einige Teilnehmer hatten sich bei der Kostümierung einiges einfallen lassen, um aus der Menge hervorzustechen. Ein mit Lichterketten geschmückter Kinderwagen bis zum bunten beleuchteten Rollator waren alle Altersgruppen auf dem Bein. Auch Anwohner hatten ihre Häuser und Grundstücke einfallsreich geschmückt. Während der Landkreis höhere Zuschüsse für die Museumsangebote in Worpswede plant, soll die Beihilfe für die Osterholzer Anlage im kommenden Jahr unverändert bleiben. Wenn der Kreistag das am 6. Dezember ebenso sieht, bleibt es für den Verein der Freunde und Förderer der Museumsanlage bei einem weiteren Jahr des Notbetriebs. Bernd Lütjen eröffnete die Ausstellung im Kreishaus 100 Jahre Ende des Ersten Weltkrieges, Erinnerungszeichen in Worpswede. Neben Vogeler steht auch Höttger im Zentrum der Präsentation. Zusammengestellt hat sie Gabriele Janowitz-Heumann vom Kreisarchiv. Zu sehen ist die Ausstellung noch bis Mitte Januar 2019 im Kreishaus. Seit 5 Generationen gibt es Steenke in Osterholz-Scharmbeck. Im Dezember besteht die Firma 150 Jahre. Das Jubiläum wird groß gefeiert. Über 80 Tiere aus 15 unterschiedlichen Rassen wurden bei einer Ausstellung des Vereins für Rassegeflügelzucht Bremen-Burg-Lesum im Plattenwerbe präsentiert. Auskünfte über die Aktivitäten des Vereins für Rassegeflügelzucht gibt der Vorsitzende Eckhard Kahl unter Telefon 0421 639 7380. Rege Nachfrage herrschte jetzt beim Kunsthandwerkermarkt in der Osterholzer Museumsanlage. Die 23 Aussteller schienen am Ende ebenso zufrieden wie die über 1000 Besucher.